Hokus Pokus Fidibus! Deshalb wird's jetzt für mich magisch. Moin moin, ihr glücklichen Menschen des guten Geschmacks. Ihr seid wieder da bei Nerd Taste. Ja, ich bin's Dennis, ne? Willkommen. Und es heißt mal wieder Z-Box Time. Ja, die Z-Box Juni 2018 ist hier angekommen bei mir immer wieder. Ja, mal wieder ein bisschen spät. Aber naja, egal. Ich packe sie trotzdem jetzt aus vor. Ich glaube, das Thema war irgendwie Magical, keine Ahnung. Ich glaube, da ist von Harry Potter was drin. Ja, Leute, ihr wisst ja, die kostet 25 Euro bei einem Ein-Monats-Abo. Und ich finde, das ist schon, ja, teilweise manchmal nicht gerechtfertigt, aber letzte Zeit hat auch so ein bisschen die Z-Box eine Flaute. Die Z-Box hat teilweise nachgelassen, ne? Die MyGeekbox dagegen hat auch, ja, stark nachgelassen. Müsst ihr mal bei Thomas gucken, bei AK Phantomas. Der hat ja auch mal die MyGeekbox gehabt. Er hat da ganz schöne Rant-Videos gehabt. Müsst ihr mal hier reingucken. Generell macht er ja auch tolle Wish-Videos. Und guckt natürlich bei meinem Kollegen Björn, Björns Nerd-Vlog. Und ich will auch nicht mehr labern, ich fange jetzt an mit der Z-Box. Dann beginnen wir mit Item 1. So, Item 1. Muss mal aufmachen, den Scheiß wollte ich gerade sagen. Oh, da platzt das schon, da platzt das schon. Das erste Item ist natürlich wieder ein Überzieher. Nein. Aber, da okay, was ist das hier? Das fühlt sich an wie ein Kuscheltier. Okay, was ist das denn? Okay. Das sieht aus wie so ein... Ich spiele ja keine Rollenspiele, aber das sind diese Würfel, glaube ich, was es damals beim Schwarzen Auge gab. Ja, ist ein ganz nettes Gimmick, sage ich mal. Aber irgendwie, gut, man könnte jetzt, sag mal, ein großes Rollenspiel machen mit Menschen und das dann würfeln, das wäre wahrscheinlich wieder lustig. Aber das wäre jetzt nicht, was ich jetzt behalten würde. Also, finde ich eine coole Sache, mal was anderes. Muss man mal ein bisschen auch bei Z-Box mal Daumen hoch sagen. Born Geeky, könnt ihr nochmal hier sehen. Also... Ja, Item 1, ein Kuscheltier, ein Kissen für die Fahrt, ein Würfel. Kommen wir zu Item 2. Item 2, ah, geil. Ich hab's geschafft. Ich bin würdig. Ich habe eine goldene Münze bekommen. Eine goldene Hellboy-Münze. Ihr wisst ja, ich sammle ja diese Münzen durch Z-Box. Das ist eigentlich das Coole, warum ich das auch manchmal auch ein bisschen vielleicht behalte. Ich finde die von der Qualität sehr geil. Die sind immer von Universal. Und... Diese ist nummeriert. Ich bin mal so aufgeregt, dass ich nicht mehr sprechen kann. Die ist nummeriert auf 1000 Stück weltweit. Ja. Ist natürlich kein Gold, aber wie ihr sehen könnt, das ist schon nice. Ich weiß auch nicht, wie viel die wert sind, aber auf jeden Fall ist das ja mal ein cooles Ding für einen Sammler. Das freut mich schon mal sehr, aber was hat das mit magisch zu tun? Okay, Hellboy ist ein Teufel, aber. Gut, kommen wir zu Item 3. Item 3. Das ist ein Funko Pop. Okay, ein Funko Pop. Gears of War. Kate Diaz. Okay, das ist überhaupt nicht mein Fall. Weil ich das Game nie gezockt habe, weil das ist ja von der Xbox. Ich bin ein PS4-Gamer. Und ja, ansonsten sieht die ganz cool aus, aber die werde ich auf jeden Fall abgeben. Wer Interesse hat, kann mich mal wieder anschreiben oder die kommt bei eBay oder bei Facebook rein, keine Ahnung. Auf jeden Fall Gears of War Kate Diaz. Ich muss aber sagen, Funko Pop drin, Münze drin und Kissen, das ist schon mal cool. Diesen Monat hat sie schon wieder ein bisschen was drin und jetzt kommt Item 4. Und das finde ich eigentlich, ich möchte lieber gerne 5 Teile haben. Ich sehe gerade, das ist ein scheiß weißes T-Shirt und das ist leer. Und wo ist das Heft? Wo ist das Heft? Wo ist das Heft? Sparen sie jetzt auf dem Heft oder war das ein Fehler? Das ist die Frage. Und jetzt gucke ich mir mal das T-Shirt an. Es ist Harry Potter. Ich habe mir meine Hände verbrannt. Es ist Harry Potter. Harry Potter. Aber ich frage mich trotzdem, was das Thema fast mit Magical hat. Also, und das ist das Harry Potter Shirt. Hogwarts. Und jetzt fragt mich nicht, was das alles ist. Ich kenne nur Slytherin. Das ist, glaube ich, Slytherin war das hier gewesen mit den Raben. Ich habe sonst keinen Plan. Ich habe alle Filme gesehen, aber das Motiv ist hammergeil. Muss man ja mal lassen. Aber... Ich werde es mir niemals anziehen. Da wird es eher verbrennen. Das wäre so wie Bayern München Trikot, würde ich auch verbrennen. Nein, aber hat das sogar ein original Lizenzprodukt. Oho. Also, ich habe leider kein Heft. Wir haben ein T-Shirt von Harry Potter. Ein Funko Pop von Gears of War. Eine geile Münze von Hellboy. Und einen mysteriösen Würfel, den man so für Rollenspiele oder was ich was nutzen kann. Das ist die Box Juni 2018 aus der Z-Box. Ich muss sagen...
von den Sachen her, es ist mal teilweise mit der Münze halt ja immer, finde ich immer noch richtig gut. Die kann man sich hinstellen, die muss man nochmal so ein paar Ständer kaufen, mit den Würfel ist schon was Interessantes dabei. Aber wenn ich mal ganz ehrlich bin, ich werde da nur die Münze von behalten, der Rest kommt weg oder wird verkauft oder verlost oder so. Kommt in die Boxen, ihr wisst ja, das läuft ja noch, das Tausender Gewinnspiel. Wir haben die noch nicht erreicht, bald ist es soweit. Und ich würde mich ja freuen, wenn ihr mal klar die Videos hier teilt und so weiter, liked. Und ich muss sagen, die Box ist für mich diesen Monat meiner Meinung nach knapp über dem Mittelmaß, weil ich ja kein Harry Potter mag und hier ist so, wow, okay, Funko Pop. Aber an sich ist das in Ordnung. Das holt den Preis auf jeden Fall wieder raus. Was sagt ihr denn da? Ab in die Kommentare. Ist die Box gut? Findet ihr die geil? Ist das mal was anderes? Ne, mal gucken. Ich weiß ja nicht mal, was im nächsten Monat kommt, weil ja keine Karte drin war. So eine Scheiße. Aber ich bin gespannt. Und ich würde sagen, Leute, ne, lasst ein Abo da. Lasst ein Like da. Und wir sehen uns die Tage. Bis dann und ciao. Bam.